Willkommen zurück hier am Kanal. Ja, es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Catland Crops. Und wir haben hier schon, muss mal nachschauen, wie viel sind es denn? 55% von dem Feld gesät. Sprich, wir sollten eigentlich heute voll fertig werden. Die Sache wird die sein, dass das Saatgut wahrscheinlich nicht reicht und der Dünger auch nicht. Fahren wir mal noch ein paar Bahnen und dann... Na, ist die Frage, was ist geschickter? Ich müsste halt heimlaufen. Zu Hause steht der Wagen mit Saatgut. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ich laufe heim und hole mit dem anderen Schlepper einen Wagen ins Feld. Oder ich fahre einfach heim. Und lade zu Hause auf. Das ist halt so, ja, die Abwägungssache. In Realität wird es ähnlich ablaufen in dem Fall jetzt tatsächlich. Ich sag zwar immer ja, in Realität fährt man mit dem Wagen mit Saatgut ans Feld, ja, aber... Meistens sind die Felder so groß, dass eine Füllung nicht reicht und auch zwei nicht reichen, sondern man öfters nachfüllen muss. Verhältnismäßig sind die Felder hier klein, ich weiß gar nicht. Ja doch, wir bewirtschaften eigentlich sogar. Feld 40 müsste das größte sein. Wenn man halt in Realität mal so ein 20 Hektar Feld hat, das ist dann halt... Ja, da reicht's auf keinen Fall. Und dafür lohnt sich's dann auch. Das stellt man dann einfach, bevor man anfängt mit Säen, den Wagen mit Saatgut an den Feldrand. Und dann kann man loslegen. Man kann dann immer den Wagen hinfahren, auffüllen und weiter geht's. Nutze ich jetzt leider bei mir nicht. Ja, schauen wir mal, wie weit es noch reicht. Ich denke mal, ich sollte schauen, dass die Bahn vorne endet am besten. Sagen wir 316 verbraucht. Und einfach... Ui. Jetzt bin ich zu früh abgebogen. Na gut. Tank fast leer. Ja gut, wenn die Meldung kommt, dann reicht es meistens noch eine Stunde. Das sollte passen. Ja, 300. Schauen wir mal, wie schnell das es tatsächlich abnimmt. Gut, eigentlich sogar ganz gut, wenn ich jetzt die Bahn genommen habe. Das ist nämlich so ein Mittelwert zwischen der linken und der rechten, die ich jetzt hier aber jeweils hätte zu säen. Kann ich auch mit der Bahn hier gut rechnen. Sie ist wieder nett. 30 schon verbraucht. Haben wir jetzt 40 haben wir verbraucht. Wir haben jetzt, sagen wir mal hier, ja, wie viele Bahnen kann man noch fahren? 200, 240 wären 6 Bahnen. 6 Bahnen. Das sind jetzt die zwei.
dann mal zu mal. Aber es passt, das heißt ja quasi, ich fahre immer in die Richtung und zurück. Das ist eine gerade Anzahl von Bahnen. Wahrscheinlich kann ich sogar 7 fahren, weil die da oben immer noch kürzer werden und mein Mittelwert nicht mehr passt. Aber generell komme ich damit gut hin. Aus dem Grund fahren wir jetzt einfach so weiter. Je weiter das wir kommen, umso genauer kann man dann das letzte bisschen Saatgut auffüllen. Vorgewendet, denke ich. 1-2 Bahnen. 80, 180, 200. Ah, vielleicht 250 Liter fürs Vorgewende. Wenn wir dann jetzt 2, 3, 4, 5, vielleicht noch 2, 3 Bahnen übrig haben. Rechnen wir einfach mal 40 jede Bahn. Weil ja, wahrscheinlich 350 Liter Saatgut noch nachfüllen und dann reicht es. Dünger kann man ein bisschen mehr nachfüllen. Aber ich werde jetzt ja natürlich auch nicht einen Haufen Weizen daheim rumliegen haben. Je genauer das man pro Jahr kauft, umso genauer kann man die Jahresabschlussrechnung machen. Ja, wisst du, worauf ich hinaus will. So. Ja, ich hab's ja schon vor 2 Folgen gesagt hier. Es wird echt knapp mit dem Saatgut und wird ganz knapp nicht reichen. So ist es auch gekommen. Das ist echt, echt schade. Immer so ein bisschen nachfüllen. So schwierig ist. Oder geht's euch nicht auch so? Vor allem, wenn man dann halt wegen 2-3 Bahnen nochmal extra Saatgut holen fahren muss. Aber kommt man nicht drum rum. Muss man wohl so machen. Wunderbar. Machen wir direkt hier daneben. Können ja 160 nochmal so grob festlegen, wie viel das wir aktuell im Schnitt für eine Bahn brauchen. Das Ganze nochmal neu ausrechnen. Würde ich sagen, vielleicht da vorne, wo der Streifen ist, der braune, nochmal so als Mittelwert. Was haben wir denn so braucht? 25. Dann können wir nicht mal 5 Bahnen fahren nach der
Fahren wir lieber außen rum hier an dem Baum. Da will ich nicht hängen bleiben. Scheiß GPS hier. So eine Tasche. Einfach eine Tasche oder ein Kippschalter, um schnell mal kurz das GPS zu deaktivieren. Ist ja schon lang gesagt, das wäre noch cooler, wenn er einfach feststellt. Ah, Maschine oben. Maschine oben. Nix GPS. Maschine unten. GPS an. Eieiei. So, was hat man da jetzt? Drei Bahnen. Links von mir. Hier rechts noch eine. Macht dann insgesamt fünf. Brauche ich quasi nur fürs Vorgewende was. Welches reicht, wenn ich 250 Nachtank. Eigentlich ist jetzt hier rechts von mir schon Vorgewende. Mit 200 Nachtanken. So, hier fahre ich jetzt aber vorm Baum rum. Und hier rein. Moment. Ich habe mal wieder vergessen zu senken. Ist echt schlimm mit mir, ha? Huh? Die Hälfte vergisst er. Eieiei. Ui, ich habe dem Dünger gar keine Beachtung geschenkt. Der wird vom Saatgut alles sein. Was braucht man denn da? Zwanzig pro Bahn? Könnt hinkommen. Heißt, nach der noch zwei Bahnen, dann müssen wir nachfüllen gehen. Exakt nur fürs Vorgewende müssen wir nachfüllen, also. Na gut. So ist es. Schön großzügig, dass wir an dem Baum hängen bleiben. Ey, ey, ey. Da lang. Ich hoffe, ich bin da hinten weit genug zurückgefahren. Ich habe es gar nicht hintergeschaut gehabt, glaube ich. Das sieht gut aus. Zumindest von hier. Ich glaube aber mit dem Dünger. Geh mal ein bisschen runter, damit es voll reicht, weil lieber ist dann auf zwei Bahnen einen Ticken weniger, wie dass ich eine halbe Bahn habe, wo gar nichts liegt. Das kriege ich extrem schwer ausgeglichen, wenn gar nichts da liegt. So, mit ein bisschen, das geht noch. So, wunderbar. Dann geht's kurz heim nachfüllen. Dann können wir weitermachen. Eigentlich könnte ich, wenn ich daheim bin, auch schnell Mittag essen. Hm. Na, nee, komm. Wir machen voll fertig. Was fertig ist, ist fertig. Dann haben wir danach einen schönen, gemütlichen Nachmittag.
Weil dann bin ich durch für heute und habe nichts mehr auf der Liste zu tun. Wenn er versteht, was ich meine. So, okay, jetzt ist der Dünger doch ein Ticken vorher ausgegangen noch. Naja, gut. So. Machen wir den Quatsch hier aus. Brauche eh nicht mehr fürs Vorgewände. Dann stört er uns auch nicht mehr. Machen wir jetzt schnell zum Nachtanken. Genau, das war auch vor ein paar Folgen. Da wollte ich mal am Anhänger Weizen holen. Das hat nicht funktioniert. Ich bin einfach auf die falsche Seite gefahren. Weizen und Dünger gibt es tatsächlich auf derselben Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja nur Flüssigdünger, war das, glaube ich, und Gülle und so Sachen. Das ist ein lebensmüder Hase hier. Heieiei. So. Zuerst Weizen, oder? So, oder ne? Nee, Dünger. Kann man trotzdem zuerst Weizen. Ja, noch ein Stück. Jetzt hat er. So. Start. Und abkuppeln. Eins, zwei, stopp. Ah, das war schon zu viel. Aber, können wir jetzt nichts dran ändern. Jetzt müssen wir das hintere Stück abkoppeln. Dünger. Start. Und ich würde sagen, Dünger mache ich einfach bis Anschlag voll. Brauchen wir eh auf die nächsten Felder, dann kann man daheim einlagern. Wunderbar. So. Ab geht's wieder aufs Feld. Das wollte ich nicht. Dann machen wir jetzt das Vorgewände voll fertig. Ja, und dann fehlt nur noch der Mais. Der Mais. Aber ich denke zwischendurch... Aktuell haben wir keine Bullen zu verkaufen, aber die, was er gerade im Angebot hatte, die letzte Liste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, auch relativ teuer. Ich würde, glaube ich, so in ein, zwei Wochen dann mal schauen, was er so preislich im Angebot hat. Vielleicht kaufen wir dann nochmal eine Ladung Bullen. Da lasst euch einfach spontan davon überraschen. Vielleicht darf es aber Margarita machen, während ich dann anfange mit Mais säen in wahrscheinlich 5-6 Wochen. Schauen wir mal, wie sich das Wetter entwickelt. Jetzt machen wir erstmal hier voll fertig. Ich hoffe, das reicht da oben, wenn wir gleich um die Kurve rum sind. Von der Breite her. Oh ne. Relativ viel, da müssen wir nochmal, da müssen wir nochmal herkommen dann.
Gut, ich muss ja auch noch auf beiden Seiten das Vorgewende machen. Von dem her. Jammern auf hohem Niveau. Passt denn das eigentlich da? Na gut, perfekt. Schleicht denn das Auto da hinten so rum? Bleibt sogar stehen. Das war seltsam. Seltsam, seltsam. So. Ah, da. Da geht unser Rocken schon fleißig auf. Sehr schön. Gut, senken und da reinfahren. Na gut, da ist jetzt ein Eckchen zu viel. Das lasse ich jetzt einfach so. Könnte auch nochmal rückwärts reinfahren, aber... Ja, vielleicht... Ja, ich fahr einfach eine zweite Bahn, komm. Machen wir eine zweite Vorgewendebahn, dann passt das. Der schleicht auch wieder so einen Berg hoch, wenn sie keine Leistung hätten. Hallo? Findest du Gaspedal nett, oder wie? Hier hat es nicht zwingend gebraucht, da jetzt wieder ein bisschen mehr. Ja, so halb, halb. Wir haben ja eh zu viel Saatgut. So. Dürfen wir da oben die Bahn nicht noch vergessen und dann das andere Vorgewende. Und dann ist auch schon fertig. Das würde ich sagen, mache ich jetzt voll offscreen und bedanke mich hiermit recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Wenn es gefallen hat, gerne Daumen hoch und ja, quasi ein Like da lassen. Und einen Kommentar. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.